sind in der Innenstadt zahlreiche Versammlungen angemeldet, die unter Auflagen stattfinden dürfen. Die angemeldete Großdemonstration der Querdenkerbewegung wurde heute abschließend gerichtlich verboten. Also ich bin selbst Medizinstudent im 6. Semester und ich bin natürlich auch stark betroffen durch die ganzen Maßnahmen, weil unsere ganzen Praktika quasi nicht mehr stattfinden. Normalerweise haben wir im 6. Semester im klinischen Abschnitt unseres Studiums relativ viele Patientenkontakte. Wir sind auf Station, sind wir dabei, wir haben mehrere Praktika. Die wurden jetzt natürlich alle aufgrund der geltenden Maßnahmen abgesagt. Und das ist sehr tragisch, weil wir einfach dadurch als angehende Ärzte einfach eine wesentlich schlechtere praktische Ausbildung an Patienten haben. Und die Uni unternimmt da eigentlich nicht so wirklich was dagegen. Also es gibt andere Länder, andere Beispiele, wo es wesentlich besser läuft. Ich habe selbst gute Kontakte nach Russland. Dort waren die Medizinstudenten tatsächlich die einzigen, die auch während des ersten Lockdowns im März die ganze Zeit Präsenzunterricht hatten und auch am Patienten arbeiten durften. Und das ist bei uns absolut nicht der Fall. Im fünften Semester war es so, im Sommersemester, dass alles online stattgefunden hat und quasi nichts praktisch sozusagen, also die Prüfungen haben in Präsenz stattgefunden, aber der Rest war letztendlich alles online und da kann man natürlich nicht vernünftig lernen. Vor allem, wenn man auch lernen will, wie man eine körperliche Untersuchung macht, also wie man Leute irgendwie mit dem Stethoskop abhört, wie man auf die Herzklappen hört und wirklich guten Eindruck vom Patienten, vom körperlichen Status hat. Und das hat alles nicht stattgefunden und das wird auch leider nicht nachgeholt. Und deshalb entsteht für uns Medizinstudenten schon durch diese Maßnahmen wirklich ein großer Nachteil. Ja. Sehr schön. Ist die aktuelle Lage bei euch ein Thema gerade auch? Redet man darüber im Studium? Problem ist, wir können uns jetzt natürlich nicht so wirklich häufig treffen, um über die Lage zu reden. Aber es gibt einige meiner Kommilitonen, die sehen das Ganze schon kritisch, aber so kritisch wie ich, das ist wahrscheinlich nicht, sind nicht so viele Leute. Weil tatsächlich, es wird viel geglaubt sozusagen, was über die Medien kommuniziert wird und die Studien selbst zu lesen, das findet eigentlich quasi nicht statt. Und da bin ich wahrscheinlich eine Ausnahme, weil ich mich wirklich auch mit den Quelldaten beschäftige. Ich lese mir die ganzen Studien sozusagen durch, ich kenne die ganze Methodik, wie man darauf zu achten hat, was eine gute Studie ist und was eine schlechte Studie ist. Und deshalb ist das nicht wirklich Thema. Also es gibt einige Dozenten, die das schon kritisch sehen, also wir haben hier beispielsweise die Frau Professor Kämmerer, die auch im Corona-Untersuchungsausschuss ist, die kommt aus Würzburg, aber ich habe mittlerweile auch einige andere Ärzte kennengelernt, die das Ganze kritisch sehen und das sind nicht ganz wenige. Also es sind natürlich wenige im Vergleich zur Gesamtzahl sozusagen der Ärzte, aber einige sehen es tatsächlich auch kritisch und da bin ich wirklich froh, dass ich dann auf fachlicher Ebene mit denen austauschen kann. Durch die Polizei an die Person hier im Bereich. Da können Sie sofort anstrengen, die können wir zurückgehen. Sieben Freiheit, Souveränität! Sieben Freiheit, Souveränität! Sieben Freiheit, Souveränität! Wir sind lachend verhaftet. Das ist was hier. So geil. Verhaftung wegen Lachen. Wegen Lachen verhaftet. Freiheit, Demokratie, Frieden, 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 Freiheit, Demokratie, Frieden. Freiheit, Demokratie! Freiheit, Demokratie! Freiheit!
wie heißt so schön, kognitive Dissonanz, was überhaupt nicht ins festgefahrene Weltbild passt, wird absolut abgelehnt und am besten auch irgendwie so ausgesperrt, ausgeklammert. Mein Gott, dann muss man halt das als Zaungast irgendwie mitkriegen, was passiert. Ich finde es immer noch irritierend, wenn mir die Maske runterrutscht und ich werde von einem Fünftklässler drauf mit Herzschlag aufgerufen. Oh, ziehen Sie sich die Maske hoch, ziehen Sie sich die Maske hoch. Ich finde, es sind keine schönen Bedingungen momentan. Ich kriege mit von Kollegen, die andere Kinder ins Klassenbuch schreiben, nur weil sie den Nachbarn antippen. Er soll ihnen einen Stift geben oder irgendwas. Man merkt einfach, dass was nicht in Ordnung ist. Und das ist sehr bedrückend, ehrlich gesagt. Im Kollegium hat sich die Stimmung sehr gewandelt. Also es ist selbst auch Sozialkunde-Kollegen oder sowas interessieren sich eigentlich nicht für das, was politisch gerade passiert. Dieses Kollegium weiß, glaube ich, um meine Meinung, die ich friedlich mitteile, wenn es angebracht ist. Das Kollegium weiß, glaube ich, dass ich in Berlin war. Niemand fragt mich, wie ich es da fand, was ich da erlebt habe, was ich da gesehen habe, ob das stimmt, was in den Medien steht. Es fragt mich niemand. Ich finde es mittlerweile, habe mich daran gewöhnt, ich finde es nur irritierend. Ich finde es hochgradig irritierend, dieses zweierlei Maß. Also für einen selbst als Kollege geht es, wenn ich draußen Zigarette rauche, ist es okay, dass ich in 50 cm Abstand mit dem Kollegen über Netflix rede. Aber wenn ich dann wieder das Schulgelände betrete, dann sage ich den Leuten wieder, sie sollen Abstand halten. Und das ist halt für Leute mit Abitur und Studium schwer zu begreifen. Ist für jeden schwer zu begreifen, was das für einen Sinn machen soll. Aber so sind die Tage, so sind die Zeiten momentan. Alle Veranstaltungen der Bewegung Querdenker sind für den heutigen Tag gerichtlich verboten. Aus diesem Grund sind auch zahlreiche Polizeikräfte hier, um dieses Verbot entsprechend durchzusetzen. Was Sie da machen, ist totalitär. Impfen! Bla bla bla! Danke! Bla 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 bla! Oder ein gewissen Einfluss auf jede Teile der Bevölkerung ausüben, bla 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 auf dem Römerberg, insbesondere vor dem Café Einstein. Haut ab! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Bitte kommen, tragen Sie Ihre Mund- und Nasenbedeckung. Genau, mein Name ist Maja Garcia, ich bin 55 Jahre alt, bin Lehrerin und die Initiatorin mit der Lehrer für Aufklärung. Wir haben uns Ende Juli gegründet, sind inzwischen über 230 Kollegen bundesweit. Wir werden eigentlich fast täglich mehr und wir stehen ein für die Grundrechte, vor allen Dingen dafür, dass sie auch an Schulen wieder umgesetzt werden. Die sehen wir im Moment nicht gewährleistet. Viele sind krank. Durch die Maßnahmen. Ja, ja. Viele werden angegangen mit Dienstaufsichtsverfahren. Das wird in den Medien nicht erzählt. Ja, ja. Wir sehen das ja auch in den Schulen, auch in den Schulleitungen und in den allermeisten, dass nur die Schulleiter sich als Verwaltungsbeamten sehen. Auch der Schulleiter meines Sohnes sieht sich als Verwaltungsbeamter. Das hat er mir gegenüber ganz klar so gesagt. Er hat nur noch die Anweisungen zu befolgen, die von oben kommen. Ich habe ihm gesagt, nein. Sie sind nicht Verwaltungsbeamter in erster Linie, sind Sie in erster Linie Schulleiter und damit für die Gesundheit unserer Kinder zuständig. Wir überlassen Ihnen pflichtbewusst jeden Tag unsere Kinder. Hier ist die Zukunft, weil wo soll es sonst hingehen? Wir wollen keinen Totalitarismus und wir sind bereits in einem Totalitarismus und in einem totalitären System, weil das ist absolut menschenverachtend, was hier geschieht. Ich denke, das haben wir eben auch gesehen. Ich weiß nicht, wie lange Sie das schon mitgekriegt haben, aber die Szenen, wenn man nicht mehr auf einer Fußgängerzone sagen da Frieden, Freiheit, Demokratie und dann von Beamten quasi freundlichst angesprochen wird, man möge das unterlassen, dann stimmt irgendwas grundsätzlich nicht. Und das ist schon seit Wochen und Monaten offensichtlich, offenkundig. Ja. Wir werden heute noch viele Beispiele dafür mitkriegen, wo man das sehen kann. Allein, wenn man schon die Anzahl der ganzen Beamten anguckt, denn hier die Spritzpistole, den Räumpanzer, für Demonstrationen, für Frieden und Freiheit. Irgendwas ist sehr komisch. Man hat genug Angst in der Bevölkerung. Ja. Und zwar tagtäglich wird die hochgehalten und Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Ist leider so. Genau, und die Angst wird immer jeden Tag weiter befeuert und damit kriegt man im Prinzip fast alles durch. Ja. Aber sobald man anfängt,
da mal nachzuhaken und selber die Zahlen zu prüfen, stellt man vielleicht fest, dass diese Angst nicht ganz so begründet ist. Und das ist meine große Hoffnung. Also ich beobachte eigentlich auch im Kollegium, dass es langsam, ganz langsam ein paar Kollegen mehr gibt, die das auch mal machen und die dann auch mal genauer hingucken und dann vielleicht auch mal die Verhältnisse prüfen. Was hat sich denn eigentlich alles geändert? Was ist denn eigentlich gerade alles anders? Das sieht man doch. Ich verstehe ja, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht, aber es scheint anscheinend bei manchen Leuten länger zu dauern. Dann ist es so. Aber man sollte doch sagen dürfen, während den Anfängen. Und diese Anfänge, die sind sehr deutlich, sehr bedrohlich gerade. Völlig. Hier verschiedene Menschen sind Polizisten, Ärzte, Lehrer. Es sind Intellektuelle überwiegend. Es sind aber auch viele Behinderte, die wir dabei haben. Es sind Eltern. Es sind Menschen, die jetzt die große Sorge haben. Und das hat mit einer Organisation nichts zu tun. Nein. Und was man nicht vergessen darf, und da muss man, finde ich, dem Michael Ballweg immerhin dankbar sein, er war der, der irgendwie Ende April vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ist und dieses Demonstrationsrecht wieder eingefordert hat. Dann hätte es auch kein Black Lives Matter gegeben, dann hätte es auch gar nichts gegeben. Richtig. Und der hat sich eben getraut. Ja, der hat sich eben getraut. Und jetzt ist das eben so, wie es ist. Und jetzt muss man das, glaube ich, mit viel Geduld und mit viel Toleranz muss man das wahrscheinlich durchstehen. Super. Und Machen wir. Ich sage, die Querdenken, Sachen sind verboten. Das, was Sie für richtig halten. Ich brauche eine Anweisung. Und wir werden dann das machen, was wir für richtig halten. Nein, ich brauche eine Anweisung. Davon sind wir überzeugt. Ich brauche eine Anweisung. Sie haben gesagt, Querdenken sind verboten. Was gehört für Sie alles zu Querdenken, damit wir wissen, was dürfen wir noch? Wenn die Querdenker sagen, Friede, Freiheit, genau, Liebe, Wahrheit, dann ist das alles verboten, weil in diesem Land darf man keinen Frieden, keine Freiheit, keine Liebe, keine Wahrheit haben. Nicht mehr sagen, man darf nicht sagen. Nee, man darf ja lügen wie gedruckt, in den Medien darf man lügen wie gedruckt, man darf auch bei der Bundespressekonferenz lügen wie gedruckt, aber Ihnen darf man keine Wahrheit sagen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Impfung gut vertragen, ab 5. Januar. Ich glaube, Polizisten werden die Ersten sein, die geimpft werden. Ich wünsche Ihnen. Nein, habe ich gelesen. Schnell Maske hoch, Achtung. Nee, musst du die Nase putzen, das darf ich aber nicht. Aber wir haben gehört, was Phase das ist. Das ist meine Hausaufgabe. Ich habe immer noch nicht verstanden, was ich sagen darf und was nicht. Also was ich auch noch nicht verstanden. Da dürfen Sie gar nichts mehr sagen. Ja. Ich darf jetzt Diktatur rufen. Oder Anarchie oder was weiß ich noch. Bis vor einem Jahr durfte ich so nicht rumlaufen. Ne? Dann wäre ich eine Terroristin gewesen. Aber jetzt muss ich so rumlaufen. Ich bin die Terroristin. Okay, das könnte sein. Ich habe zwar einen Attest, aber ich werde ja aus den Läden verwiesen. Ich darf ja in viele Läden gar nicht rein, weil ich ja so gefährlich bin. Weil ich mit meinem Verhalten natürlich, also die ans Virus glauben, denken sie, sie fallen jetzt gleich tot um, wenn sie in meiner Gegend sind. Ja? Und genau, das ist der Punkt, das ist das, was wir ab jetzt dürfen. Wir dürfen jetzt schreien frohe Weihnachten, ihr Arschlöcher. Nein, aber unglückliche Weihnachten, ihr Arschlöcher. Weil dann ist genau das gesagt, was ich eigentlich sagen will, weil... Ne? So ist es doch dann, oder? Na, war das hier eine Kurzgebung oder was? Wir unterhalten uns nur. Aber ich bin jetzt total gefährlich. Sehen Sie, so schnell kann sich alles ändern. Im März war es noch total anders. Mhm. Eigentlich sogar im April noch. Erst mit der Maskenpflicht war ich dann nicht Terroristin. Wobei, nein, die Maskenpflicht gibt es ja erst ab dem 18.11. Vorher war es nur eine Verordnung. Und eine Verordnung ist wie ein Rezept vom Arzt. Wenn es passt, nehme ich es. Wenn es nicht passt, nehme ich es nicht. Aber deswegen hat die Schweizer Polizei mir am 12. August nämlich noch wörtlich gesagt, es gibt keine Maskenpflicht. Hat mir die Mainzer Polizei auf der Polizeiinspektion 1 gesagt, am 12. August. Obwohl es schon eine Verordnung gab, aber eine Verordnung ist eben nicht eine Empfehlung. Heute sind in der Innenstadt zahlreiche Versammlungen angemeldet, die unter Auflagen stattfinden dürfen. Die angemeldete Großdemonstration der Querdenkerbewegung wurde heute abschließend gerichtlich verboten. Es könnten sich dennoch Personen in diesem Bereich versammeln. Daher ist die Polizei mit vielen Kräften hier und wird diese gegebenenfalls ansprechen. Widerstand in jedem Ort und Süd! Sie unterstützt durch ihre bloße Anwesenheit die ein oder andere Fraktion. Das erschwert nur unsere Maßnahmen. Entfernen Sie sich. Geben Sie die Straßen frei.
Ich sehe hier Kinder, passen Sie auf Ihre Kinder auf, verlassen Sie diesen Platz, das dient Ihrem eigenen Schutz. Ja, hallo, der junge Mann, der Dominik, hat mich gerade gefragt, dass ich ins Gespräch komme, was mich nach Frankfurt treibt. Ist natürlich in erster Linie das Weihnachtsgeschenk für meine Frau zum Schotter und dann noch ein bisschen rumgucken. Und Gott hat gelacht. Und dann kam der Polizist an. Hast du gesehen, wie die den Kopf verhaftet haben? Veranstaltungen der Bewegung Querdenker sind alle für heute gerichtlich verboten. Aus diesem Grund sind auch zahlreiche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten hier vor Ort, um dieses Verbot konsequent umzusetzen. Einige dieser Personen sind auch hier und in der Stadt unterwegs und werden von uns auch entsprechend mit Maßnahmen belegt. Everyone is singing, Christmas time is coming, it's a celebration all around the world. Everyone is happy, cause Christmas time is here.